Warte, wo soll ich lang? Wo muss ich hin? Der Tempel. Bringen wir es zu Ende. Nichts und niemand steht mir im Weg. Nicht jetzt. Nicht so kurz vor meinem Ziel. Die erste Klinge, liebe Roshan. Ich lege in meinem Brief ein seltenes Fundstück bei. Eine uralte Zeichnung einer versteckten Klinge. Der ersten. Du siehst ihren Namen. Xerxes Schrecken. Das war Daraios Waffe. Ich weiß nicht, ob unser berühmter Vorfahre nach seinem Fahrrad jemals in sein geliebtes Persien zurückkehrte. Aber ich dachte mir, dieses Bild seiner Klinge sollte in sein Geburtsland zurückkehren. Und zu dir. Lass mich ziehen. AZD. Wie ich höre, suchst du immer noch. Du jagst Gerüchten hinterher und rufst meinen Namen. Die Frau, die du verfolgst, ist tot und dieser Name liegt mit ihr begraben. Ich bin Roshan, niemandes Tochter, Schwester vieler. Ich ertränke meinen Schmerz in der Bruderschaft. An dieser Gemeinschaft kannst du keinen Anteil haben, denn die Sache ist grausam, zu unseresgleichen, und ich lasse nicht zu, dass du verletzt wirst. Dreh um, alte Freundin, suche nicht länger nach mir. Waffenauflistung. Hier ist eine aktuelle Bestandsaufnahme unserer Waffenkammer sowie das, was wir den Aufständischen schulden. Oh. Das ist eine Falltür. Wo bist du? Es sind mehr von euch nötig, um mich aufzuhalten. Irgendwas? Ein bisschen romantisch hier mit den Kerzen. Amondisch. Da vorn sind noch mehr. Das heißt also, ich bin hier richtig. Eklig. Hallo? Springst du nicht da oben dagegen? Geh doch hoch! Lass ihn. Verdammt. Ich wollte nicht kämpfen. Erbärmlich. Ich rufe Hilfe. Ich habe vergessen, dass es hier ja Ausdauer gibt. Schwächling.
Ja. Du Ratte! Moment, was hast du vor? Kein Problem. Es war gerade stressig. Ich wollte das nicht. Und natürlich hätte es dort zu einem Extremproblem werden können. Ja, das ist, ich bin immer ein bisschen überheblich. Das weiß ich auch selber tatsächlich. Sehen, ob ich vermag, woran diese Eindringlinge scheiterten. Hier den geheimen Eingang. Gut, viele Ecken. Wo ich noch nicht war, gibt's ja jetzt nicht. Unter den Tempelmauern, sagte Kabiha. Unter den Tempelmauern. Wo fange ich da an? Ja, am besten eigentlich unten, aber... Draußen war eine Falltür, aber draußen ist halt draußen. Ich glaube nicht. So ist es. Du, der du mehr siehst. Was gibt es denn zu sehen? Jetzt auch nicht. Was ist das für Zauberei? Moment. Genau davor hatte ich dich gewarnt. Letzte Chance. Wie du willst. Oh, nee. So weit ist es also gekommen. Wir töten einander? Ist das deine Vorstellung einer Bruderschaft? Die Bruderschaft steht zusammen. Für jene, die sich darüber erheben wollen, ist kein... Ach du meine Güte. Du denkst, ich erhebe mich darüber? Wach auf, Basim. Du gehst den Pfad des Ordens, der du einst schworst zu bekämpfen. Du erfüllst ihre Ziele und gefährdest genau das, was du verteidigen wolltest. Den freien Willen. Und mein Wille? Wie kann ich für etwas einstehen, das man mir nicht zugesteht? Euer Credo ist fehlerhaft! Roshans Schulter kann ihr nicht den Schutzdingsbums treffen? Wenn sie mich immer abschießt. Ich muss die Schulter treffen. Och, sag mal! Ihre Schulter. Das ist die Schwachstelle. Ohne Arm keine Klinge. Ist mich eigentlich rollen jetzt gerade Spiel? Roshan.
Sultans Schulter ist ungeschützt. Ja, aber... Oh. Ohne Arm keine Klinge. Sie wehrt es doch aber jedes Mal ab. Welche Schulter soll ich denn treffen? Was ist denn die richtige Schulter, die ich ziele? Ihre Schulter. Das ist die Schwachstelle. Aber ich komme ja auch gar nicht dazu, sie voll aufzuladen, hier gerade meine Wurfmesser. Ich muss die Schulter treffen. Oh. Okay. Das macht mich gerade fuchsig. Ohne Arm keine Klinge. Roshans Schulter ist ungeschützt. Es dauert zu lange, bis der Schuss aufgeladen ist. Ihre Schulter, das ist die Schwachstelle. Du willst mich doch echt trollen, ey. Ich muss die Schulter treffen. Okay. Ihre Schulter, das ist die Schwachstelle. Letzte Chance. Alter! Ich vertraute dir! Ich opferte euch alles! Und du lockst mich an! Wo ist das Gib auf. Basim. Lass sie. Komm schon. Ich habe das nicht gewollt. Aber ich muss es wissen. Ich will dich nicht an das verlieren, was du dort drin finden magst. Du musst nicht in die Vergangenheit blicken, um zu wissen, wer du bist. Wer du sein kannst. Du hast die Wahl, Basim. Vertraue mir. Das wollte ich. Doch du hieltest es für das Beste, mich zu kontrollieren. Genau wie unsere Feinde. Basim, hier drüben. Ich weiß, was das ist. Der Schlüssel. Sie wird uns folgen. Nein, das kann sie nicht. Du hast es selbst gesehen.
Ich will nichts sagen, aber der Kampf gegen Roshan war ein bisschen zu einfach. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das gewesen ist. Mehr von diesen Dingern. Welche Wahrheiten sich darin wohl finden? Welche Geschichten sie erzählen? Was auch immer sich hier befindet, ist von großer Wichtigkeit. Für die Verborgenen. Für den Orden der Ältesten. Für mich. In was sind wir hineingeraten? Wohin hat mein Pfad uns geführt? Du willst nicht wissen, warum irgendjemand an diesen Ort geführt wurde. Trügen mich meine Augen. Siehst du das auch? Nihal? Ja. Ich bin hier. Was auch immer das hier sein mag. Es wurde vor langer Zeit erbaut. Für einen Zweck, den ich nicht kenne. Ich schon. Woher? Ich weiß es nicht. Nihal, du beunruhigst mich. Das erinnert mich super stark an die Brutstätten in Horizon Zero Dawn oder Forbidden West. Ist eigentlich egal. Die Brutstätten gibt es ja in beiden Teilen. Und optisch erinnert es mich sehr stark daran. Nihal, sieh mal hier drin. Nihal, guck doch! Nicht sein. Bist du? Sieh! Schau es dir selbst an! Ist Roshan unser Djinn? Ist Nihal unser Djinn? Hieß es zwar doch Djinn, oder? Der Djinn aus meinen Träumen. Die Gestalt aus diesen Visionen. Sie sind ein und dasselbe.
Ist es das, was ich sehe? Erinnerungen aus einem lang vergangenen Leben? Sind es die meinen? Erscheint mir der Djinn deshalb zu echt. Mein Folterknecht. Die Quelle all dessen, was mich plagt. Wenn dem so ist, muss ich mich dir stellen. Das ist, was am Anfang passiert ist mit unseren Freunden. Mit unserer Familie, Freunden, was auch immer. Als wegen uns wenn ich ihn das Dorf angegriffen wurde. Ich nur die Erinnerungen, die meine Seele erbeben lassen. In solchen Momenten der Not war mir der Djinn immer am nächsten. Diese unangenehme Angst. Lässt mich in meinem schwächsten Moment erstarren. Ich habe nie verstanden, woher er stammt oder warum er mich heimsucht. Doch ich beginne mich zu erinnern. Ich bin in einer kalten Zelle. Flehe darum, dass es aufhört. Sind es die ganzen Ordensmitglieder, die wir auf dem Gewissen haben. Der, der ich einst war, mag Vergeltung suchen. Doch wenn ich diesen Schmerz überwinden soll, dann will ich nichts als Frieden. Ich würde mal kurz, damit meine Aufnahme nicht zu lang wird, an dieser Stelle für heute einen Cut setzen. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt, was jetzt hier alles noch passiert und wohin uns diese Reise führt. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns sehr gern morgen in der nächsten Folge wieder. Tschüss!